Wunderbar. Oh, oui. Wie auch immer hier wackelt zum Aufhören. Ich werde oft gefragt, wie ich auf die Idee gekommen bin, Pilotin zu werden, weil das für viele Leute immer noch etwas Spezielles ist, wenn da eine Frau Pilotin ist. Ich kann eigentlich sagen, das hat bei mir sehr früh begonnen. Die Fliegerei wurde mir sozusagen in die Wiege gelegt, da meine Mama sehr lange, fast 18 Jahre lang, als Flight Attendant gearbeitet hat, damals bei Balea. Und ihr hat das mega gut gefallen. Die Stimmung ist natürlich sofort über mich übergeschwappt. Ich durfte zum Teil mitgehen auf schöne Rotationen. Habe natürlich auch gesehen, dass es anstrengend sein kann mit dem Jetlag und die weiten Flüge. Aber ich wusste von Anfang an, ich bin dafür gemacht und ich will auch mal dahin. So bin ich in die Schule gegangen, wollte dann aber Pilotin werden, weil mich das Fliegen an sich auch sehr interessiert hat. Und dann habe ich mir extra viel Mühe gegeben in Englisch, Mathe, Physik. Ich wollte halt einfach überall gut sein, damit mir nichts im Wege steht. Ich habe dann das Gymnasium abgeschlossen, das war 2008. Bin danach noch kurz eine Saison in die Türkei gefahren, habe da ein bisschen an einer Windsurfstation gearbeitet. Da habe ich so ein bisschen meine Passion zu Wellen, Wasser und Wind gefunden. Danach hatte ich ein bisschen Geld, um nach Australien zu fahren für ein halbes Jahr. Habe da eine Schule besucht in Byron Bay, um mein Englisch auch wirklich zu verbessern, weil das sehr wichtig ist für den Pilotenberuf. Konnte da dann meine zweite Leidenschaft, das Wellenreiten, noch ausbauen und gut üben und bin dann auch noch etwas rumgereist. Danach kam ich zurück, Englisch im Sack, habe mich angemeldet für die Pilotenschule, Sphere heißt das, das ist die fliegerische Vorschule vom Bund. Das war eine super Erfahrung, 2 Wochen Fliegen, intensives Fliegen in Locarno, aber es hat mega Spaß gemacht. Und nach der positiven Selektion da musste ich mich aber entscheiden, gehe ich jetzt ins Militär oder schlage ich doch den Weg ein bei einer Airline. Tja, jetzt können Sie sich denken, wie ich es gemacht habe. Ich bin dann schlussendlich zur Swiss gegangen, habe mich da beworben. Hat alles wunderbar geklappt. Durfte im 2010 im Juli mit meiner Ausbildung beginnen bei Swiss Aviation Training. Zuerst Theorie natürlich, dann auf kleinen Flugzeugen in Grenchen. Und irgendwann im zweiten Jahr sind wir dann sogar für 10 Wochen nach Vero Beach, Florida gefahren. Das war natürlich super. Wie Sie hier im Hintergrund sehen könnt, mega schön. Ja, heute das Wetter vielleicht nicht ganz so toll, aber trotzdem Strand, Meer, Wellen, Wasser, für mich Wind auch perfekt. Ja, aber dann, da musste ich natürlich auch fliegen. Nicht nur Spaß, war aber auch dabei. Es war super auch zum Fliegen. Die schönsten Kulissen haben wir gesehen. Tiefe Flüge über die Strände, Nachtflüge und das war eigentlich der Hammer. Die schönste Zeit meiner Ausbildung. Dann ging es wieder zurück in die Schweiz, noch etwas fliegen und 2012 wurde ich dann von Swiss übernommen, Swiss International Airline, durfte auf die 320er-Familie. Zuerst das Type Rating, das hat dann im März begonnen, war eine super Erfahrung, von klein jetzt ins große Flugzeug zu kommen und endlich mal mit Passagieren drin. Da bin ich etwa 3 Jahre Europa geflogen. Das war super für das Fliegerische. Viele Starts, viele Landungen, schöne Anflüge, auch schöne Nightstops da. Und jetzt seit 2015 im Februar dann auf die ganz großen Flieger, auf den Airbus 330 jetzt für ein Jahr. Und das heißt Langstrecke. Ich musste die Kurzstrecke abgeben, aber ja, ist alles in allem jetzt für mich das Perfekte hier. Ich liebe es zu reisen, die Länder kennenzulernen. Ich liebe es, hier zu sein,
mit dieser Kulisse. Danach gehe ich noch kurz Kitesurfen. Und das Fliegen an sich macht auch Spaß, auch wenn man manchmal gegen Jetlag kämpfen muss. Aber für mich ist die Mischung so eigentlich perfekt. Also der schönste Moment meiner Ausbildung, da gab es ganz viele schöne Momente, muss man dazu sagen. Zum einen die wunderschönen Alpenflüge in der Schweiz mit diesen Panoramas. Das haben viele Menschen wahrscheinlich noch nie gesehen. Und dann eben auch die Navigationsflüge hier in Vero Beach mit dieser Kulisse war einfach traumhaft. Dann gab es aber auch natürlich sehr harte Zeiten, weil die Ausbildung ist mega intensiv, ziemlich streng. Die Freizeit, die bleibt etwas auf dem Trockenen. Da musste sich auch das Umfeld daran gewöhnen zuerst, weil das ist eine Vollzeitausbildung. Sie geht kurz, aber sie ist sehr intensiv. Jeder Flug ist eine Prüfung. Du wirst immer bewertet und dementsprechend steht auch jeder unter Druck. Und ja, da ist man dann schon froh, wenn alles gut geklappt hat nach einem Flug und man dann irgendwann fertig ist damit. Also ich war ja die einzige Frau in meiner Klasse, 20 Männer und ich. Und da habe ich am Anfang gedacht, ich muss alles perfekt machen, 150% der Leistung bringen, damit ich auch akzeptiert werde von den Männern. Das wäre natürlich nicht so gewesen. Und da musste ich zuerst einige Jahre fliegen, um das besser kennenzulernen und zu erkennen, dass ich auch voll akzeptiert werde, wenn ich einmal nur 90% meiner Leistung bringe und das auch okay so ist. Und da musste ich einfach noch diesen Mix, diesen guten Mix, diesen gesunden Mix zwischen perfekt alles können, wollen. Das ist ja auch wichtig in unserem Beruf. Man muss es wollen, aber man kann es nicht immer und dann auch zufrieden sein damit. Also Miami ist eigentlich eines meiner Lieblingshotels. Der Grund dafür seht ihr. Da hinten die super Lage direkt am Strand und man kann ins türkise Wasser gleich reinspringen. Hier das Wetter immer wieder anders wechselt von Stunde zu Stunde. Momentan gerade nicht so sonnig und etwas windig, aber das ist auch perfekt für mich, denn ich habe das heute schon ausgenutzt, habe extra mein Kite-Material zu dieser Rotation mitgenommen und war heute Morgen schon früh draußen in den Wellen auf dem Meer. Da sieht man gerade, mache ich einen kleinen Sprung, hier noch eine Rotation angehängt und etwas zu kämpfen mit den Wellen manchmal. Aber alles in allem ist das natürlich super, wenn man im Nightstop mit seinem eigenen Material dann auch noch seine zweite Passion, das Kiten, verwirklichen kann. Das ist einfach mega. Was ganz, ganz cool war an dieser Session, das habe ich nämlich noch nie erlebt, ich hätte fast eine Kollision gehabt mit meinem riesigen Manta-Rochen. Ich bin fast über den drüber gefahren, der ist auf einmal auf dem Nix ausgetaucht. Ein Riesending, zuerst so ein kleiner Schock, wäre fast ins Wasser gefallen. Aber es war das majestätische Tier mit diesen Flügeln, eigentlich so die Verbindung zu mir. Es kann fliegen unter Wasser und es ist gern im Wasser. Ich kann nicht fliegen unter Wasser, aber ich fliege über Wasser und ich liebe es, im Wasser zu sein. Das war eigentlich so eine mega schöne Begegnung heute. Also wir fliegen oft irgendwann einen schönen Ort. Es muss für mich warm sein. Ich mag türkisfarbenes Wasser und weiße Strände mit Wind, damit wir kiten können. Oder wenn es keinen Wind hat, Wellen zum Wellensurfen. Ich finde aber dann noch die Abwechslung schön, wenn es Orte sind, wo man trotzdem am Abend oder mal am Nachmittag noch etwas anschauen kann, mal relaxen, coole Leute trifft und gutes Essen. Das sind so die schönen Sachen im Urlaub. Das klingt jetzt nicht so relaxed, ist es auch nicht. Meistens ist es ziemlich anstrengend, Sport von morgens bis abend. Und dann fällt man dann so richtig todmüde ins Bett und kann sagen, das war ein geiler Tag. Ja, ich habe jetzt gerade über das Wirfahren in Urlaub gesprochen. Ich habe meinen Freund auch kennengelernt in der Pilotenschule. Er war am ersten Tag mein Banknachbar.
zuerst Freunde und dann in Vero Beach haben wir uns dann noch etwas besser kennengelernt. Sind jetzt seit fast 5 Jahren zusammen und viele fragen uns dann, oh, 2 Piloten, ist perfekt für uns. Weil wir haben oft auch zusammen zu Hause frei, mal unter der Woche. Da musst du nicht immer anstehen am Skilift oder irgendwo in der Kaufhausschlange. Sondern wir nutzen das sehr gerne oder fliegen auch mal miteinander mit. Wenn er gerade frei hat, ist mit mir das letzte Mal nach Miami geflogen. Ich war eben gerade in Dar es Salaam. Und so genießen wir unsere Zeit. Zudem, was auch sehr hilfreich ist, das Verständnis ist da von beiden. Wir wissen, wie sich der andere fühlt nach einem 10-stündigen Nachtflug und verstehen es auch mal, wenn es einfach heißt, nein, ich kann jetzt nicht mitkommen, ich bin müde, ich muss lernen oder sonst irgendwas. Und ja, ich finde es eigentlich der perfekte Mix auch deshalb, weil wir verstehen die Faszination vom Fliegen. Und wir haben die gleichen Vorlieben, wir kiten zusammen, wir können zusammen Wellen reiten und wir können fliegen gehen. Das ist einfach super. Ja, werde oft auch gefragt über Familienplanung, ob das überhaupt möglich ist, als Frau in einem Pilotenberuf. Ich würde sagen, es ist möglich. Es ist nicht die normale Familienplanung, die vielleicht eine Frau hat, die zu Hause arbeitet, sondern man muss etwas flexibel sein. Wir haben da Modelle. Wir können auf der Kurzstrecke bis zu 60% reduzieren. Auf der Langstrecke sind es 75%. Und wenn man sich da mit den Partnern oder Eltern etwas engagieren kann, das funktioniert das auch. Also wir haben da auch Pilotinnen, die sind Mamas und fliegen immer noch und finden das toll, auch die Abwechslung, nicht immer zu Hause zu sein. Und da freuen sich alle dann wieder, wenn sie dann zusammen sind. Also es geht, ist vielleicht nicht ganz so einfach, aber es geht. Also wenn ich mal nicht am Fliegen bin und es passt mir das Wetter in der Schweiz gerade nicht, ich habe einige Tage frei, dann kommt es auch oft vor, dass ich unsere Flugvergünstigungen nutze, die wir bei Swiss haben. Das heißt, wir haben da so Standby-Tickets, einige ganz günstige, wo wir nur die Landetaxen zahlen müssen. Die sind aber beschränkt und dann aber noch andere mit sehr viel Rabatt. Da fliege ich vielleicht für 200 Franken nach New York und zurück. Das klingt jetzt alles schön, aber es ist eben auf dieser Standby-Basis. Das heißt, ich weiß nie, ob ich dann wirklich mitkomme. Wenn der Flieger ausgebucht ist, dann bleibe ich vielleicht da stehen. Und ja, da muss man schon immer schauen, kann ich das machen? Ich muss wieder zur Arbeit zu Hause sein. Und im schlimmsten Fall, wenn es geht und die Crew nett ist, nehmen sie mich auch auf einem Jumpsit mit. Das ist dann so ein Klappsitzchen, wo man 90 Grad Winkel dann 10 Stunden in dieser Röhre sitzt, ist dann nicht so angenehm. Aber dafür günstig und weil es günstig ist, kommt man auch mehr dazu zu reisen. Ja, also es ist mir ganz klar bewusst, dass das ein Riesenprivileg ist in unserem Job, dass wir auch reisen können, günstig reisen können, die Welt sehen können. Und das muss man auch sehen, dass das auch ein Teil des Lohns ist, weil wir können günstiger fliegen und nicht alle nutzen das, aber ich nutze das sehr oft und bin mega froh um diese Tickets und genieße das und weiß natürlich auch, dass das etwas ist, was die meisten Leute nicht haben in ihrem Leben. Und ja, dafür bin ich eigentlich schon glücklich.